ein finaler Strahl, Kirby! Ja, die Geschwister haben ihn besiegt. Achtung. Und das war der Endboss hier in dem... warte mal. Hä? Was passiert hier? Warum geht's hier noch weiter? Was ist denn jetzt los? Ein Riesenroboter! Der ist neu. Hier im Extra-Modus von Kirby. Katztastisch! Begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von... Kirby's Return to Dreamland. Deluxe hier auf Katze zusammen mit A-Girl. Weiter geht der Spaß. Wir sind hier in Eier Elektrik unterwegs. So heißt die Welt, in der wir uns befinden. Und alles ist mechanisch. Alles ist voller Zahnräder, Motoren, Elektrik und so weiter und so fort. Oh, und ganz schön. Nein, aua. Ganz schön heftig, wenn man so eine. Boxschlag abbekommen von einem Gegner. Ja, deswegen sollten wir stets vorsichtig sein. Allein die ganzen Förderbänder sind gefährlich. Ja. Die drücken uns weg. Nein, ich konnte nicht landen. Da gab es Pasta für uns. Das ist ja nicht so dringend gebraucht. Echt? Ja. Komm, wir springen mal hier weiter. Wir sammeln ja nicht mehr so aktiv die Zahnräder. Dann passt das schon. Okay. Und jetzt geht's da weiter. Wo sind wir jetzt? Oh, die Schrottpresse. Oh nein, schon wieder. Okay. Vorsicht! Mach dich bereit! Oh nein, dahin, dahin! Was? Dahin, dahin, dahin! Dahin, dahin, dahin! Nein, dahin, dahin! So! Zack, Zahnrad geschafft! Zahnrad gefunden! Perfekt! So. Damit hätten wir schon mal drei! Was machst du? So. Oh, einfach so ein bisschen. Ja, auf und ab tanzen! So. Jetzt! Oh nein! Oh. Oh. Achtung, Achtung, egal! Was war los? Ich hab mich so um den Kollege gekümmert! Da habe ich die Schrottpresse total vergessen. Aber ich bin gleich wieder da. Hier bin ich schon. Deine Schwester. So. Schwesterpower. Schwesterpower? Schwesternpower. Ach, Schwesterpower. Oh, das war knapp. So. Da haben wir wieder einen Tiger. Oder wie ich sagen würde, eine Katze. Was hast du? Da haben wir wieder einen Tiger. So, ah, okay. Das nennst du Tiger. Ich sag Katze. Das war so schnell, dass ich gar nichts verstanden habe, während ich hier spiele. Guck mal, ich hab den Wassertropfen. Oh. Das ist ein Kristall, das ist kein Tropfen. Ja, okay, dann halt den Kristall. Für mich ist das ein Wassertropfen. Wo siehst du da einen Tropfen? Weiß ich nicht. Ich finde, Kristall ist so, ja. Könnte auch ein Kristall sein, okay. Aber guck mal, das ist Eis gewesen. Und das sieht genauso aus. Ach, okay. So. Ja. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter und laufen da jetzt durch die Tür hindurch. Okay, ich mach auf. Und nächster Abschnitt. Oh, nochmal die Schrottpresse. Oh, wie oft kommt die denn noch? So, ich glaube, das letzte Mal. Oh, das ist eine Tetris-Schrottpresse. Achtung. Das war gut. Oh nein, runter. So. Nächster Abschnitt. Ich muss echt gut aufpassen. Oh, das war knapp. Wow, gerade noch nein, gerettet. Ich nicht. Es tut mir leid. So. Nächster Abschnitt. Ich glaube, einmal kommt das noch runter. Okay. Ja, da. Und jetzt schnell an die Seite. Oh nein. Der kam aus dem Nichts. Der kam einfach so. Der kam noch runtergeflogen. So, jetzt nochmal. Achtung. Jetzt. Darüber und jetzt. Blablabla. Jetzt weißt du ja Bescheid, an welchen Stellen du aufpassen musst. Ja, hoffentlich weiß ich Bescheid. Kriegen wir hin. Guck mal, warum gehst du jetzt auf meinem Rücken? Du lebst sehr gefährlich. Nein, du machst es schon gut. So, Achtung, und Achtung. Da müssen wir doch nach links. Nach rechts meine ich. Das haben wir doch schon gelernt gerade eben. Stimmt. Schade. Tja. Okay, egal, aber jetzt das Letzte. Und pass du auf den Roboter auf, der jetzt kommt. Habe ich gelernt. Ich weiß, dass du jetzt hier runterkommst. So. Oh nein! Rad noch gerettet. So. Und wieder runter. Niu. Und dann geht's gleich durch die Tür. Oh, sie Wo kommen die noch Tür? Nicht. Die müsste gleich kommen. Zahnrad. Sehr schön. Super. Achtung, jetzt. Da ist die Tür, da ist die Tür. Durch die Tür! Aber gerade noch in letzter Sekunde durch die Tür. Das kam aber auch super schnell jetzt runter. Es ging. So, jetzt. Und juhu, wollen wir noch mal sehen? Ja. Naja. Wir waren beide miserabel. Aber immerhin Platz 5. Wow, und Spaghetti gab es noch für dich. Hm, lecker. Lecker, schlecker. Lecker. Und jetzt kommt Stage 6. Nein. Also doch, aber Stage 6 ist ein das Boss-Level. Okay. Dann machen wir uns gleich mal auf den, gleich auf den Weg, warte.
Jetzt. Die Geschwister stürzen sich. Nein! Nein! Okay, ja, du nimmst die Abkürzung. Und jetzt fahren wir mit dem Aufzug. Ich wusste gar nicht, dass man mit Aufzügen seitlich fahren kann. Was nehmen wir? Roboter. Roboter, okay. Ein Roboter. Schalter drücken. Ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Ein Roboter. So, jetzt bist du bereit? Ja. Das ist unser Gegner. Oh, das ein Roboter. Ist Metall Marshall X. Oha! So, jetzt aber. Zack, 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 zack. Miau. Der ist gefühlt irgendwie anders als die anderen Gegner, da er so groß ist wie wir. Oh. Achtung, Achtung! Egel, du musst mir helfen. Nicht die Wand attackieren. Die Wand ist nicht böse. Ja, aber ich helfe dir. Warte. Ja, ich sehe es. Yay! Ich helfe dir wirklich. Yay! Achtung. Vorsicht. Ey, Girl, nicht die Luft. Ja, der kommt, warte doch, bis er runterkommt. Jetzt, guck. Jetzt ausweichen, bleib in Bewegung. In Bewegung bleiben. Ich gebe dir viele Tipps hier. Ja, Achtung. In Bewegung bleiben. Achtung, der ist auf der rechten Seite. Ich fliege. Ja, meine Schwere kommt halt. Du attackierst mich. Nein, ich attackiere die Mini-Raketen von ihm. Alles klar. So. Unsichtbare Mini-Raketen. Nein, da waren Mini-Raketen. Hast du nicht gesehen? Na, Hauptsache, wir attackieren ihn und machen ihn platt. Der hat jetzt die Hälfte seiner Energie verloren. Achtung! Dreh dich um. Achtung! Jetzt in Bewegung bleiben. Er ist im Hintergrund, den erwischt du jetzt nicht. Einfach bewegen. Ja, die kleinen Raketen vielleicht. Beweg dich, einfach bewegen. Und spring. Ja, ich bewege mich. So. Guck, so. Und hier nochmal. Perfekt. Wo bist du? Da ist er. Achtung! Oh, bam, Attacke! Nein, okay. Da war mein großer Zehenfeuer. Wo ist er? Da. Da hinten. Dann aber kriegt er jetzt nochmal einen Superstrahl ab. Für dich. Ja, hat ein bisschen was abgezogen, aber nicht so viel. Komm her! Und hör doch mal auf mit deinen Elektrobällen. Und du meinst dich nicht, oder? Nein. Das zieht nicht viel ab, aber kontinuierlich ein bisschen was. Oh nein, was macht er jetzt? Achtung. Oh, jetzt nochmal die Minen. Ufus. 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 Achtung, ein Ufus. Ein Ufus. Ich habe ein Bein und ein Ufus. Okay. Ein Ufo. Es gibt O-Beine und U-Beine. Achtung. Ufus. Jetzt. Geschafft. Ja, wir haben es schon geschafft. Ja, aber der soll ganz weg. Jetzt kommt die nächste Welt und... Warte mal. Deswegen die nächste Welt. Hey, das gab's aber im normalen Modus nicht. Tja. Was ist jetzt los? HRD3, was ist das denn? Oh, der ist böse geworden. Das ist neu, das gab's noch nicht. Ja. Okay, ich bin jetzt überrascht. Achtung, Raketen! Was geht denn jetzt ab? Vorsicht, Vorsicht! Achtung! Keine Ahnung, was Achtung, er da plant. Moment, kann Achtung. Es sein, dass nur seine Arme sind verwundbar? Wir müssen auf seine Arme schießen. Oh nein! Der ist stark. Wie sollen wir so viel Energie abziehen? Und ich habe einen halben Strich gefühlt. Achtung! Nein. Jetzt hier. Du kannst voll in die Vollen gehen, sozusagen. Weil du hast ja unendlich viele Leben. Okay, das kam unerwartet. Der hat Laserstrahlaugen. Laserstrahlaugen sind gefährlich. Fortfahren, Game Over, nicht so schlimm. Wir probieren es gleich noch einmal. Darüber, Kirby. Tschüss. Okay, wir sind wieder bereit. Und jetzt geht es zum Glück direkt weiter mit dem Kampf gegen... Wie hieß er noch gleich? HRD3. Genau, HR3. HRD3. Wofür steht das? Human Resources. Ja, klar. Nee, ich weiß. Herr Ronald Donkey Kong aus Dreiland. Herr Ronald Donkey Kong aus Dreiland. Okay, merken wir uns. Hallo, jetzt. Herr Ronald. Nein! Wie auch immer du auf Ronald kommst. Wir haben Namen mit R gesucht. Ronald? So. Ja. Weißt du, Robert oder Roland, aber Ronald? Ja. Das ist, glaube ich, mehr als selten. Egal. Vorsicht, der Ronald greift an. Der Ronald! Laser! Da hoch! Haben wir jetzt schon gelernt. Achtung. Wenn er da seine Augenklappe aktiviert oder was auch immer, dann ist er aus. Augenklappe? Ja, wenn er seine Augen zeigt. Achtung. Was macht er jetzt? Komm wieder. Oh nein, ich war zu spät. Bleib oben. Runter. Jetzt. Und jetzt attackieren wir ihn erneut. Oh nein, der hat mich getroffen.
Komm, den machen wir platt. Auf jeden Fall. So. Mittlerweile haben wir sein Angriffsmuster erkannt. Achtung, also Raketen. Was war los? Weiß ich, ich hab die eigentlich getroffen, die Rakete mit meinem Speer. Ja? Ja. Meins? Warte. Komm noch ein bisschen. Ich glaube, der hat eine Feuerschwäche, nicht so ich wie Marshall. Ich vermisse mit DDD. Ja, das ist eine gute Idee. So, Achtung. Dann kann ich ihm nämlich schön auf den Daumen klopfen mit meinem Hammer. Ja, hau mal auf seinen Daumen. So. Au! Jetzt warte mal. Na, warte, Ronald. Bam. Wir haben Ronald besiegt. Oha. König D... Was? HRD3? Welche? HRD3. Mein ich doch. Ronald Donkey Kong rastet völlig aus. Warum hat er nochmal Energie bekommen? Hey, lass mich doch. Aber jetzt. Bam, 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 bam. Achtung. Was ist das? Was ist das? Weiß ich nicht. Ich klopfe ihn schön auf die Brust vorne. Boom, ja, mach das. Boom, boom, wolltest du nicht auf boom. Die Zehen klopfen? Ja, der hat nur keine. Oh, der geht langsam... Oh, 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 ich wusste nicht, was da jetzt kommt. Guck mal, der geht langsam kaputt. Jetzt sehen wir den Motor. Ja. Oh nein, jetzt. Boah, Donkey Kong wollte sagen. Achtung, Donkey Kong greift an. Ronald. Von hinten. Achtung, bitte schön, deine Fähigkeit. Du hast deine Fähigkeit verloren. Ja, ich weiß. Ja? Ronald McDonald. Ronald McDonald. Von hinten. Attacke, Attacke. Bam. Mein Platz. Bam, bam. Jetzt sieht bam. Er aus wie ein Beyblade. Achtung. Ich kenne keine Beyblades. Mini-Raketen. Kennen wir schon. Nichts Achtung. Neues. Oh, komm. Laserstrahl. Dann nicht mehr viel Energie. Das schaffen wir noch. Na, komm zu uns. Sonst können wir dich nicht attackieren. Jetzt. Oh, oh nein. Volltreffer. Oh nein. Spüre den Superlaser. Du schaffst ihn. Voll gut. Du hast ihm den finalen Stoß gegeben. Aber leider fehlst du jetzt. Gerade jetzt zu dem Zeitpunkt. Tut mir leid. Aber wir wissen ja in dem Herzen, ich habe geholfen. Aber was für ein verrückter Kampf. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Das war im normalen Modus nicht der Fall. Oh, jetzt darfst du wieder sprechen. Willkommen zurück, Kirby. Von hier aus ist es eigentlich nur ein Katzensprung bis zu Landiasberg. Fast! Dieser fürchterliche Drache lebt am anderen Ende von Halkandra, auf der Spitze eines Vulkans, inmitten eines Flammenmeers. Der Aufstieg wird sicher kein Zuckerschlecken, aber du schaffst das, Kirby. Beeil dich und räum dieses Monster aus dem Weg. Okay, jetzt haben wir eine Aufgabe. Du sagst es. Also, ich würde sagen, du kommst wieder zurück. Juhu! Und dann tschüss, räumen wir das Monster aus dem Weg. Der arme Margolor. Mhm. Wir werden ihn retten. Müssen wir nicht, aber... Halkandra retten. Wir retten Halkandra im Nacho-Nervenkitzel. Wow, okay. Dann lass uns mal gucken. Die letzte Welt, Stage 1. Ich sehe schon, ich bin sehr gut getarnt. Warte mal, wir holen uns gleich eine neue Maske. Okay. Wir sind ja die Ribbon-Freundinnen gewesen oder Geschwister, aber ich nehme jetzt mal hier Peach. Was nehme ich? Ich nehme nochmal Tazandra. Ja. Okay. Okay. Peach ist irgendwie lustig. Ich weiß gar nicht, woher er ist, aber der guckt einfach lustig. Früher gab es noch so ein Vogelspiel. Wie hieß denn das? Weiß ich nicht. Es gab bestimmt viele Vogelspiele. Oh, wenn es mir einfällt, sage ich es dir. So sieht der aus, der Vogelspieler. Okay. So, jetzt. Und los geht's. Ich brauche unbedingt eine Fähigkeit. Ja. Wir laufen hier mal weiter. Ich bin super getarnt. Das macht es für mich sehr, sehr schwer. Meinst du farblich? Weil ich meinen kleinen Bordelie nicht mehr sehe. Ja, da seht ihr eine Eigenart von L-Girl. Weil sie sagt oftmals, ja, es passiert so viel auf dem Bildschirm, dass ich meine eigene Figur nicht mehr sehe. Ja. Man muss einfach auf so vieles Acht geben. Oh. Achtung, wo bist du? Ja, ich habe gerade ein heißes Bad genommen. Ein heißes Bad? Bei den Temperaturen sollst du vielleicht lieber eine kalte Dusche nehmen. Hey, ich habe ein bisschen gefroren. Ja? Okay. Boah, die Maske passt so gut zu meiner Fähigkeit. Ja, das stimmt. Ich bin ein Urwaldvogel. Ein Urwaldpinguin. Eigentlich sieht aus wie ein Pinguin. Pinguin? Kennst du nicht? Nee. Nur weil ich grün bin? Nee. Was? Nee. Warum siehst du aus wie ein Pinguin? Ja, weiß nicht. Irgendwie sieht der Schnabel und generell die Aufmachung von meinem Tierchen so aus. Echt? Ja, guck mal. Ich finde, es sieht einfach aus wie ein Vogel. Wie ein Vögelchen. Okay. Oh, oh, jetzt geht die Post ab. Da müssen wir schnell sein. Da kommt nämlich ein Magma-Ball herunter. Ja. Okay, warte. Oh, abgestürzt. Fast. Ja. Ab in die Kanone. In die Kanone, In die Kanone, Elgirl.
Nachträglich noch. Hui, schnell! Okay, warte. Schneller, Propeller. Vorsicht, ui. Ui, 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 ui. Ey, bei mir ist es so ein Treffer und dann ist vorbei. Wow. Eine leckere Wurst. So, bitteschön. Dankeschön. Und jetzt, hier müssen wir rennen. Rennen? Ja. Renn. Ich renne hinterher. Ja, ich renne. Nimm die Schlüssel mit. Aber okay. Schmeiß. Da musst du springen, aber. Okay, okay, okay. Das war's. Das war's vollkommen. Entschuldigung. Okay. Das nächste Mal nehme ich den Schlüssel. Ja. Warte, ich bin da. Okay. Weiter geht's. Mio. Wow, Kirby, mach ihn denn da? Back here. Aha, erstmal sicher. Auf gut. Ein neues in die Kanone. Jetzt aber. Pew. Zweiter Versuch ist immer besser. Und flieg. Vorsicht. So. Jetzt wird es nochmal gefährlich an der einen Stelle. Da sollten wir uns konzentrieren. Ah. Okay. Ich war einfach... Du warst zu dick oder ich war zu lang? Zu dick? Ja, ich lieg unter dir. Und meine Füße haben den Gegner berührt. Okay. Renn, Kirby! Und nimm den Schlüssel. Ich hab ihn. Da musst du springen. Da musst du springen. Über die Gegner. Okay, ja, irgendwie hast du... Okay. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber alles ging schief. Ja, so, jetzt. Ganz stolz, ja, alles ging schief, genau. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, was dir widerfahren ist da hinten. Zu viele Gegner. Okay. Ganz einfach. So, jetzt. Oh, warte, das Zitronentierchen. Das Zitronentierchen, oh nein. Ich hab wieder die Zitronenkraft. Du hast das Zitronentierchen gefespert. Achtung. Jetzt haben wir da noch so eine Kanone. War die beim Wassergalboros. War die beim Einzelspieler auch schon hier? Weiß ich nicht. Nein. Wassergalboros, warum halten die so viel aus? Weil wir im Extreme-Modus sind. Das sind alles extreme Gegner. Extreme. Hey, lass mich raus. Lass mich raus. Extreme Dinosaurs. Jetzt von hinten. Oh nein. Mach du mal weiter. Ich hole mir kurz meine Fähigkeit. Mann. Bin zurück. Ja, jetzt hab ich. Von oben. Hast du gesehen? Nee, ich war so konzentriert auf meine Sandattacken. Nimmst du die Wasserfähigkeit mit? Wie du sehen kannst. Okay. Den Schlüssel nehme ich. Warte. Okay. So. Entschuldigung. Wie soll ich denn da durchkommen? Nee, du musst schweben. Ja. Toll. Achtung. So, das lassen wir aber, haben wir ja gesagt, weil wir ja sowieso viele Zahnräder verpasst haben. Dann war der Schlüssel aber gar nicht so wichtig. Ja, das war mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bewusst. Ach so. Okay. Okay, dann weiter geht's. Weiter geht der Spaß. Nächster Bereich. Ui, ja! Helga, du wurdest gefressen. Ja, weil ich kurz nach dir gelandet bin. Hier musst du vorsichtig sein. Du siehst an der Lava und an den Rauchwolken, ob da gleich was rauskommt oder nicht. Ja, am besten lande ich einfach gar nicht erst. Genau, du kannst da oben rumzappeln. Oh, das war knapp. Bist du kurz auf seiner Schnauze gelandet? Ja, aus Versehen. Sah so aus. Oh, warte kurz. Wo bist du denn? Ich habe gewartet, bis der seinen Mund wieder zu hatte. Sonst wäre ich voll gegen den Gegner gelaufen, so wie jetzt. Geh weg. So. Geh weg, du Frechdachs. Neo. Hey. Boah, das war knapp. Ich wollte den Boden jetzt nicht kaputt machen. Ja. Hat sich so ergeben. Hat sich so ergeben. Aber versehentlich, wie gesagt. Okay. Nur durch Zufall. Hey, wann hört es denn endlich mal auf mit der Magma hier? Ja, dadurch, dass wir in der Lava-Welt sind, wird das nie aufhören. Oh je, ein Schneemann. Ein Schneemann, den nehmen wir auf. Die Fähigkeit zumindest. Schneeball-Kirby. Der schmilzt doch sofort. Nee. Nicht, wenn ich ein ganz, ganz eiskalter Schneeball bin. Okay. Minus 50 Grad. Oder hey, so. Hey, warte mal auf mich. Okay, warte, ich nehme dich gleich mit auf. Aha. Bleib da, wo du bist. Ja. Guck mal, dann bist du, upsala, in meiner Kugel. Ja, wie cool. Und dann können wir zusammen durch die Gegend rollen. Und gleich noch einmal. Ja. Sehr schön. Dann geht's hier oben weiter. Und nochmal quer durch. Achtung. Komm ich hoch. Oh, Vorsicht, schnell. Gleich springen. Oh nein. Ich hab dich verloren, oder? Ja. An den Robocop. Nee. Robocop, Coopers. Ich weiß nicht, was das für Tiere sind. Jetzt bin ich wieder da. Dein Assistent ist zurück. Komm mit, mein Assistent. Hier geht die Post ab. Das geht so schnell hier. Letztendlich klettern wir einfach einen Vulkan hinauf. Ja, so sieht's aus, gell? Und den Vulkan werden wir jetzt gleich stopfen. Und zwar da oben, glaube ich, ist das soweit. Ja, da stopfen wir den Vulkan. Genau hier. So. Vulkan gestopft und jetzt gibt es einen Ausbruch. Oh, wir haben den Vulkan vereist. Ah, nee,
es gab keinen Ausbruch. Ein Zusammenbruch, das stimmt. Achtung! So, das ist ein Portal, aber... Gehen wir weiter. Wir haben es geschafft. Jubidu! Boah, das war schwierig. Bonusspiel. Bist du bereit? So, komm. Geht's jetzt! Also ihr müsst wissen, ich gebe nach wie vor meinen Controller ab, aber irgendwie... Wir sind zwar auf der gleichen Stelle gelandet, also beide auf Platz 2. Aber ich war trotzdem weiter oben, habe ich so das Gefühl gehabt. Zu kurz. Da habe ich ganz kurz unterschiedlich gedrückt wahrscheinlich, die Controller. Komisch. Ja, passiert. Passiert. Okay, Nummer 2. Nummer 2 wartet auf uns. Im Nacho-Nervenkitzel. Okay. Guck mal. Oh, es geht wieder in die Tiefe. Ja. Oh, ein Eisgegner. Den will ich. Perfekt. Okay, Elgirl. Schütz dich. Oh, toll. Und du gehst einfach in dein... Ich hab's mit 15.000 Gegnern zu tun und du... Ich bin ein Eisblock. Mir macht das gar nichts aus. Ich bin ein Eisblock, Elgirl. Mir macht das nichts aus. Ja. Versteh ich. Nein. Aber hier soll ich doch schmelzen. Mann. Ja, irgendwie schon. Aber ich schmelze nicht. Ja. Weiß ich auch nicht, warum. Achtung, Elgirl. Oh nein, wie konnte das passieren? Ich hab den nicht gesehen, ja, ich war so konzentriert. Ich schaff das doch auch hier mit voller Energie. Oh oh, der Blick, den habt ihr zum Glück nicht gesehen. Ja, vielleicht sollten wir mal kurz die Controller tauschen. Dann zeige ich dir, dass Kirby unversehrt unten ankommt, wenn ich Kirby steuere. Guck mal. Di. Ja. Schon praktisch die Eisfähigkeit. Oh. Ja, man mag die Eisfähigkeit, vor allem wenn sie nicht mehr da ist. Ich hab sie einfach verloren. Ja. Schade. Nein. Das sah so gut aus. Oh. Jetzt bin ich ein Pinguin-Vogel-Ninja. Wow, hoch. Oh, das war knapp. Eine knappe Kiste. Schnell. Boah, Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, bist du auch ein Ninja, aber nein, du hast einfach nur dein Bandana auf. Wo müssen wir runter? Müssen wir da runter? Nee. Stopp, wir nach oben. Okay, du wartest auf die nächste Tour oder ich zieh dich einfach zu mir rüber. Okay. So, okay. Achtung, gleich runter. Hey, Girl. So schnell ging das nicht. Ich hab doch gesagt, gleich runter. Ja, Entschuldigung. Okay. Nee. Photoshop, Philipp. Weiter geht's. Hä? Was? Keine Ahnung, können wir spontan. Au, spring mich auf meinen Kopf. Runter mit uns. So. Da sind ganz viele Ninjas. Wow, ich habe meine Fähigkeit direkt verloren. Wow. Okay, hier ist ganz schön heiß. Und rein mit uns, geschafft. Oh, super Fähigkeit. Superman. Action Man, der größte Held in deiner Welt. Oha, und ich muss fliegen. Action Man, Foto Mission. Voll unfair. Vorsicht. Jetzt kommt Action Man. Action Man, der größte Held in deiner Welt. Toll. Bringt dir auch nichts, wenn du ich war zu sehr im Action-Man-Modus. Ja. Nee, geh weg. Und jetzt geht's nochmal los. Action-Man, der größte Held in deiner Welt. Kennst du das? Nee, kenn ich nicht. Das war so eine Action. Ist auch super schwierig für mich, weil du ziehst mich einfach mit und ich muss dann gucken, wo ich bin und bleibe. Ja, das also muss ich schon zugeben, aber ich sag jetzt, normalerweise ist es meine Schuld, bin ich ganz offen und ehrlich, weil ich zu schnell laufe. Aber in dem Fall ist es ein bisschen auch dem Level geschuldet. Ja, das stimmt. Weil wenn ich die Sprungfähigkeit bekomme und die nutze, dann kann ich ja nicht mittendrin stoppen und sagen, ich warte mal kurz auf dich. Ja, das habe ich auch gar nicht so gemeint. Habe ich auch nicht so aufgefasst. Alles gut. Ich meine nur allgemein. Vorsicht, Achtung. Hier ist die Ruinenpresse. Ja. Ist es eine Schrottpresse? Au! Guck mal, für dich eine Kerze. Eine Kerze. Du die Kerze, komm. Okidoki. Aber du musst mich beschützen. Guck, Wasser. Schützen. Schützen. Warte, lass mich vor. Schützen. Ja, mach ich doch. Schützen. Ja, mach ich doch. Gut. So. Schützen. Nein, meine Kerze Toll, ist aus. Toll, weil du zu sehr gespritzt hast. Ja, ich bin halt zu weit ins Wasser rein. Ja. Toll. Achtung. Da hatten wir die Kerze gebraucht. Aber die hatten wir ja nicht mehr. Tja. Okay. Oh, die Wand. Die Wand. Nicht die Wand. Ich meine die Decke. Oh nein, die Decke kommt herunter. Au. Eisfähigkeit, Wasserfähigkeit, Wasser. Ja. Oh nein. Nein, Sprung brauche ich nicht. Weg hier. Wir müssen jetzt rennen, Elgirl. Es hängt. Elgirl, renn jetzt. Bitte. Ja, ich komme. Warte, die Kanone. Okay.
Lass mich vor, dann knall ich alles weg. Okay. Das ist so cool, die Kanone. Ich komme. Schneller, Kirby. Kirby. Ich renne schnell. Boah, gerade noch geschafft. Knappe Kiste. Super. Und die Kanone, die nutzen wir jetzt gleich. Bestimmt können wir sie hier noch irgendwo verwenden. Mhm. Ah ja, jetzt kommt Zwischenboss. Boom, boom, boom. Und den werde ich gleich abschießen. Achtung. Super Bonkers X. Super Bonkers X. Boah, der nimmt viel Schaden durch die Kanone. Boah. Boah, voll gut. Achtung. Das sieht richtig viel ab. Achtung. Boah, Kokosnüsse. Achtung, Achtung. Und bam, 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 bam. Den gibt es jetzt am großen See. Yes, voll gut. Willst Sehr du den gut. Hammer? Brauche ich sogar. Ja? Okay. Also glaube ich. Oh, der Super-Duper-Hammer. Der Super-Duper-Pinguin. So, und nach unten. Oha, jetzt schnell. Kein Problem für mich. Goldener Hammer. Hast du das gesehen? Ja, hab ich gesehen. Voll gut. Die Superkraft, die alles schafft. Und nach unten. Action Man Photo Mission. Action Man Photo Mission? Ja. Ich habe leider mein Fotoapparat zu Hause vergessen. Das hättest du mir sagen sollen, Kirby. Alles gut. Ich sag nur Action Man Photo Mission. Jetzt. Aktionsmann Photo Mission. Boom. Und nochmal. Ach nee. Nee, das lassen wir. Okay. Das lassen wir. Okay, runter. Runter mit uns. Was gibt's hier? Oh, jetzt aber. Oh nein. Und kabam. Auf die Kerze. Jetzt kommen hier auf jeden Fall Steine runter. Und ganz viele kleine Gegner. Wie heißen die Gegner? Was sind das für Viecher? Bartvögel. Bartvögel? Ja, Bartvögel. Okay. Also, die hatten so weiße Bärtchen links und rechts. Das könnte tatsächlich ein offizieller Name oder Begriff sein für eine Vogelart. Vom Ziel verloren. Was war los? Ich bin da reingesprungen und dann sind die gekommen. Okay. Ja, die sind zur Seite gesprungen. Oh, ihr wollt ins Ziel? Kein Problem, wir springen zur Seite. Bonusspiel und los geht's. Los geht's. Bitte, bitte, bitte. Oh, okay. Keine Ahnung, was da jetzt wieder schief gelaufen ist. Aber ja, 5 ist auch nicht schlecht. Hast du selbst mal gesagt. Ja, das stimmt. Und Stage 3 wird freigeschaltet. Meine Lieben, wie wird es hier weitergehen? Tippt doch mal auf dieses Video, das wird euch mit Sicherheit Freude bereiten. Na dann, bleibt katastisch!